sieh, was die Mauern haben gerissen, sagt die Buben. Ja, ich bin da mal ein bisschen in den Wald rausgegangen. Wir haben nämlich etliche schon mal angeschrieben, sag, was hast du da als Depäck dabei? Was passt da alles in den Rucksack rein, weil du hast immer Unmengen dabei. Und dann haben wir gedacht, mache ich einmal so ein Loadout wieder. Und das möchte ich gleich mal jetzt sagen. Ich habe gleich mal mein Thermosel rausgenommen, die fliegen, also die Ungeziefer ist wieder so lästig. Ich sitze jetzt schon seit 5 Minuten da und jetzt hat sie sich normalisiert. Wir haben so ein blödes Wetter, es scheint die Sonne, es wird wahrscheinlich auch regnet werden. Ja, da sind sie sowieso ganz wurlert. Aber ich möchte es einmal kurz sagen. Ihr wisst, ich bin immer unterwegs mit den Rush 12. Das ist einer meiner Lieblingsrucksäcke geworden, den was ich am liebsten habe. Er tragt sich zwar nicht so perfekt, weil das ja eigentlich für einen Plattenträger ist, aber ich muss sagen, mit diesen vier Auflagen und diesem Ledereinsatz da hinten liegt er eigentlich wirklich gut am Rücken. Gut, ich renne keine 300 Kilometer und für das, was ich brauche, ist er wirklich perfekt. Von allen die Anordnungen und die Taschen echt super. So, ich werde jetzt einmal kurz eine Matten auslegen und rand einmal alles drauf, dann seht ihr einmal, was da alles drin ist und wo. Dass ihr seht, eine Menge, was ich da dabei habe. Und ja, ich hoffe, das Wetter hält noch durch. Diese Matten habe ich normal nicht dabei, die habe ich nur jetzt mit, dass ich das drauflegen kann. Das ist die Geartop-Matten. Das ist eine Unterlagsmatten, da habe ich zwei davon. Aber nur, dass man das zeigt, da mal ein bisschen draufbringen. So, wie gesagt, ich rand den jetzt einmal schnell aus. Auf der Seite mehr Föhl. Ah, Sonne kommt wieder ein bisschen durch, nicht schlecht. So, das brauchen wir eh gleich. Ein bisschen gemütlich. Ja, ich habe das einmal kurz erwähnt. Der Rasch hat da hinten extra noch so eine Fackel. Und da habe ich natürlich auch ein bisschen was drin. Ja, aber wie gesagt, ich zeige euch das dann näher. Ich rand das einmal aus, dass ihr einmal seht, was ich alles mit habe. Wie gesagt, den Thermosel habe ich eh schon drin, den habe ich schon heraus. Da habe ich nur mein Equipment für die Kamera drin, Autoschlüssel. Und da oben habe ich auch noch eigentlich mein Geldtaschel und die Akkus für die Kamera. So, das bleibt zu. Erste Hilfe sind das große, das kleine. So, leer ist er. Das soll es gewesen sein. Ja, was habe ich da außen drauf auf den? Ich habe da ein kleines Neckknife, ein Böker. Weißt du, da haben schon ein paar gefragt, ich weiß nicht, das habe ich schon vor 15 oder 20 Jahren mal gekauft, das ist schon uralt. Da habe ich noch so einen Clip drauf, wo man dann auf Flaschen eine kleine Anhänger kann, dass man gleich was zum Trinken bei der Hand hat. Und der Rückseite, mein Fuchsschwaf, ist allerdings auch Kunstfell, ist nichts Echtes. Also, dann habe ich da noch mein Erste-Hilfe-Sack drauf, mein Tasmanien-Tiger mit Zeichnung. Dann habe ich noch so einen kleinen Toggle, oder wie sie das nennen sollen, wie es beim Bundesheer haben, diese Marken mit Namen, Adresse und Notfalls drauf. Mein Maskottchen, mein Wildschweinzahn. Dann habe ich da jede Menge solche Karabiner zum Einhängen. Und da habe ich noch so ein kleines Lichtel. Das kann ich euch noch zeigen.
mit Rotlicht. Rot blinken. Und auf der anderen Seite haben wir ein weißes und weiß blinken. Das habe ich einmal gekriegt, das ist glaube ich für die Radfahrer oder so, aber kann man natürlich nicht schaden, wenn es dabei ist. So, ist da alles leer, da herüben habe ich noch so einen Flaschenhalter drauf und so eine normale Pouch. Da passt auch 0,5 Liter rein, aber da habe ich auf alle Fälle mein Güsenmittel auch drinnen. So, stellen wir den einmal auf die Seiten. Und jetzt hole ich die Kamera näher zu und zeige euch das, was ich da jetzt habe. Ja Freunde, ich glaube das T-Shirt kennt jetzt eh schon jeder, zumindest aus den letzten Videos, und das lassen wir sich gleich da liegen. Da kann ich das schön auflegen, damit ihr das besser seht. Ja, fangen wir an. Ich habe da noch mein zweites T-Shirt, meistens auch noch dabei. Das wisst ihr, das ist dieses mit den Erdspießen und zwei Verlängerungen. Was das auf sich hat, seht ihr in einem anderen Video. Das finden wir auch da herunten, aber das Ganze kommt später. Ja, wie gesagt, das selber gemachte T-Shirt mit den Erdspieß und zwei Verlängerungen. Es sind meistens beide T-Shirt dabei, kommt immer darauf an, was ich vorhabe. Dann ist noch mein kleines Schneidbrettl, was ich mir noch selber gemacht habe. Das reicht meistens, das große nehme ich dann nur wirklich dann mit, wenn ich weiß, ich habe irgendwas Gröberes vor, kochen oder so. Ja, kommen wir gleich einmal zum Homo. Wie ist sie verwendet, den Pico Grill. Und da habe ich so eine Löschdecken noch dabei. Und zusätzlich habe ich da gleich einen Zunder herin. Und zwar ist das Wartebett halbert mit Wachs. Da habe ich drei Stickeln herin. Und das muss reichen, wer damit kein Feuer zusammenbringt. Der kann es sowieso nicht. Mir reicht es auf alle Fälle. Ja, der ist immer dabei. Egal wohin. Ja, bleiben wir gleich mal vielleicht beim Futtern. So wie es jetzt ausschaut, habe ich jetzt da wieder mal meinen Sturmkocher dabei. Ich habe den jetzt ein bisschen mit dem Drange wieder ausgestattet. Dazu habe ich da auch ein bisschen einen Spiritus mit dabei. Und wer solche Flaschen hat, ich habe auch da auf den Spiritus Ranger Band drüber, das ist Gold wert. Da bringt man alles super auf und zu, gibt es überhaupt kein Problem. Ich drücke die meistens ein bisschen vorher zusammen, dann bütze ich so ein Vakuum. Das ist optimal, somit kann auch nichts außerrennen. Ja, dazu habe ich noch meinen Brenner von Franz dabei. Da habe ich jetzt einmal herinnen so ein Gel und eine Speedwürfel noch. Ich möchte das Ganze jetzt auch noch mal ein bisschen mit Gel probieren, habe ich mir extra noch eins bestellt beim Bastian. So ein Fire Dragon, ich habe das schon mal gehabt, das brennt extrem heiß, ist extrem gut. Wollt ihr da auch noch reinschauen? Gut, ich mache euch erst schnell auf. Ich habe die Non-Stick-Variante mit dem Brillo, Espresso-Stern. Und im Augenblick habe ich dabei die Kohle. Ja, mein Drange, der ist natürlich auch mit einer Ranger-Bindung wickelt und somit kann man die wirklich also urleicht aufmachen. Auch wenn der im heißen Zustand zugemacht worden ist und der hat ein Vakuum, mit dem bringt es das wieder auf. Ist auf alle Fälle von Vorteil. Ja, das kennt ja jeder. Ich habe da die zwei Tipferl dabei, und was ich mir auf den Zangl noch umgeändert habe, möchte ich vielleicht noch zeigen. Ich habe das Zangl ein bisschen ausgeschliffen, nämlich den Teil da unten. Der ist viel bauchiger und das Problem dabei ist, wenn ihr es da wo reinfahren wollt, das ist alles ein bisschen knapp, das kommt dann gar nicht gescheit zu. Jetzt kann man den wunderschön nehmen und bleiben jüngst hängen. So, das waren die. Stimmen wir einmal auf Zeiten. Da haben wir noch jetzt an. Jo, dann gehen wir mal zu meinem
Survival Pack. Da ist quasi alles Wichtige drinnen. Für Käfchen, meine Löffel, mein Gabel, mein Pfannenwender. Da hinten ist noch, habe ich noch extra Beds herinnen. Ich habe da noch Filter herin, also wirklich alles Mögliche, was man halt, was ich halt so brauche. Gewürzmischung, ja, dann habe ich noch so ein Ding für die Pfandlung, kann man so auch nehmen. Wenn man ein heißes Pfandl hat, nimmt man den und kann man den wunderschön nehmen. Geht auch ganz gut, habe ich auch da herin. So, weiter geht's in die Kaffeesache, da ist eh schon wieder Wolken da. Die kennt, glaube ich, jetzt auch schon jeder. Meine Kaffeemühle. Die ist wirklich super. Also, da schmeckt der Kaffee auch exquisit. Da kann man gar nichts sagen. Jo, wenn wir beim Kaffee sind, sind wir schon bei der GSI-Press. Habt ihr ja schon öfters gesehen, habe ich auch immer wieder in Verwendung. Wechselt sich da, entweder habe ich die Pressen mit oder meine Bialetti. Und dazu einen kleinen Titanbecher. Das ist ein 450er Snowpeak, passt da super alles zusammen, habe ich auch immer dabei. Jo, ich habe halt eine Bettflasche mit einem 3/4 Liter Wasser, kommt darauf an, wenn ich natürlich länger unterwegs bin, habe ich noch eine zweite dabei, auch kein Problem. Dann habe ich meine Mechanics-Handschuhe immer mit, ihr müsst halt aufpassen, was heißt, das könnt ihr damit nicht angreifen, sonst geht es euch wie mit meiner alten. Da bleibt nichts über davon. Aber so zum Arbeiten, Schneiden, Hakeln oder irgendwas, sind die Weltklasse. Jo, dann haben wir nichts Wichtiges. Zwei Packeltaschen, Tierchen sind dabei. Also nichts Aufregendes. Ein bisschen ein kleines Seil, noch relativ dünnes, glaube ich 5 Meter, da, was ich dabei habe. Nur als Notfall noch. Und dann habe ich sowieso meine Säule da herinnen, was ich brauche, inklusive ein paar Heringe noch. Ich glaube 4 Heringe oder was ich herin habe, für das Startgach zum Aufspannen. Ein bisschen eine Schnur, was man halt immer wieder braucht, nehme ich dann für mein Tab. Ja, das ist mein super Tab, das Bencoat Wildwood. Das ist ein bisschen kleiner geworden. Und dazu hole ich mir gleich was überblieben, ist ein Stoffsackerlknaht, dass ich das reinbringe. Passt jetzt super. Ich glaube, ich habe es eh schon mal erwähnt, 260 mal 160, so irgendwie haben wir es zusammengeschnitten. Das reicht mir. Das ist für mich voll okay. Jo, was haben wir noch? Ich habe da noch so ein angeschnittenes Flascherl, da habe ich mein Gößenspray dabei. Das passt da schön in das Außentaschel. Und noch mal ein paar Taschentücheln. Dann auf alle Fälle mein Sackerl zum Sammeln. Das Rollsackerl braucht man auch immer wieder. Mein Erste-Hilfe-Kit plus das kleine zusätzliche noch. Wobei hauptsächlich das braucht, das ist mit Pflastern ausgelegt und so. Habe ich, glaube ich, sogar schon mein eigenes Video dazu gemacht. Also, die reichen mir. Das ist besser ausgerüstet. Dahinter habe ich noch SD-Karten sicher sogar versteckt, falls ich eine brauche für die Kamera. Ja, dann neigt sich das Ganze eh schon zum Ende. Ein kleines Opinel, wenn ich was schneiden will. Dann habe ich noch mein Feuerzeug dabei. Das ist so ein, ja, der macht eine schöne lange Flammen, weiß ich nicht, wie sie die nennen. Und im Endeffekt habe ich noch so ein Anblasrädel, habe ich auch noch mit. Wenn es einmal der Hof nicht so funkt, wie er sein sollte. Habe ich noch eine Taschenlampe, habe ich jetzt immer dabei. Das ist jetzt die Olight Baton Pro. Habe ich immer mit. Reicht mir vollkommen aus. Für das, wenn ich in der Nacht bin, habe ich die größere dann mit. Und im Endeffekt, was zu mir noch zum Erste Hilfe gehört, ist meine Notfallraketen. Ja, ich erkläre euch das einmal kurz. Das ist nichts anderes wie so eine für viel Wölster. Man anschießt so Leuchtraketen. Da ist hinten Zündkapsel drin. Das sind leider nur grüne. Ich habe das auch schon mindestens 20 oder 25 Jahre. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, wo ich das einmal gekauft habe. Das ist nichts anderes, als wie, den kannst du da spannen.
da ist eine Feder drin und wenn du ihn auslachst, schlagt da eine kleine Schlagpolzen aufs Kapsel und der schießt in die Höhe. Da hat es einmal so eine Sicherheitsstellung, dass nichts passiert. Ich habe noch zwei Kapseln mit drinnen und die sind auch immer mit dabei, so ist quasi Notfall das Ganze. Ja, mein Föhl habt ihr eh schon gesehen. Mein der Marcel rennt, schießt und seitdem habe ich da eine herrliche Ruhe von den Viecher. Das ist wirklich, das Teil ist ein Traum. Ja, ich habe den der Marcel, ich glaube auch schon mal gesagt, ich habe mir den selber mit einem von einem Feuerzeug, die na, das Ventil habe ich da eingeklebt. Das kann ich selber befüllen. Ja, Freunde, das war es im Großen und Ganzen. Das habe ich meistens so dabei. Und mit der Ausstattung, was ich da mit habe, bin ich so auf an die knappen 7 Kilo. Mit allen. Mein Rucksack, mit allen Pipapo, mit Wasser inklusive. Essen habe ich jetzt noch keins mitgerechnet. Aber so was da alles liegt, bin ich knapp unter 7 Kilo mit einem 3/4 Liter Wasser. Ja, es sind natürlich auch so Sachen dabei, was halt einiges wiegen. Natürlich das Fell wiegt natürlich schon ein bisschen was, das hat glaube ich auch 400 Gramm, aber es ist halt gemütlich und das große Tischel hat halt auch ein bisschen ein Gewicht, aber pff, meine Güte, man muss halt abschätzen, was man lieber hat, ein bisschen was zahlen und hat es dann halt gemütlicher, so wie ich das gern habe. Ja, im Großen und Ganzen war es das. Nein, ich wollte euch noch was zahlen, dazu muss ich einmal näher zur Kamera. Jo, bei meiner vorletzten Tour, glaube ich, war das. Ja, vorletzte Tour ist euch aufgefallen. Da habe ich natürlich einmal meine Zünder vergessen gehabt, weil ich leicht unterwegs, nur leichtes Gepäck, quasi fast wie nichts mit und kein Feuer. Das ist natürlich schalimschalecht. War natürlich Käfchen, kannst du machen. Jo, ich habe in der Zwischenzeit alles mit Zünder ausgestattet. Und ich habe ja von Miesig aus einen Feuerstall gekriegt mit so einem Hirschgeweihhorn-Dingsbums. Und der hat die Idee gehabt, warum stecke ich mir den nicht am Hut? Den habe ich ja eigentlich immer auf, wenn ich unterwegs bin. Und dazu Miesig auch herzlichen Dank, die Idee war echt spitzenmäßig und da steckt er auch schon. Das ist der, was ich von ihm gekriegt habe. Ich habe den mit einer Schnur da ein bisschen gesichert, dass er mir nicht rausfällt. Der ist nicht schwer und somit hängt er eigentlich immer bei mir am Hut. Ich habe ihn quasi im wahrsten Sinne des Wortes am Hut gesteckt. Ja, Freunde, das war es im Großen und Ganzen. Jetzt habt ihr meinen Rucksack gesehen, was ich dabei habe. Die kennt ihr natürlich her, die habe ich eh schon mal vorgestellt in einer Tipps- und Trickserie. Ich bin mit dem Teil wirklich zufrieden. Ich hab den verdammt gern, der ist schon fast zu meinem Lieblingsrucksack geworden. Und mit den, glaube ich, 24 Liter, was der hat, komme ich eigentlich super über die Runden. Die Aufteilungen, was der hat, ist wirklich gigantisch. Also es ist echt spitzenmäßig da vorne auch, dass da wirklich alles schön zum Sortieren ist. Das gefällt mir pipifeinst, ich mag sowas sehr gern. Und von daher wird das auch weiterhin, glaube ich, mein Lieblingsrucksack bewähren. Dann sage ich danke fürs Zuschauen, fürs Interesse. Falls einer was wissen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich beantworte euch gerne meine Fragen, oder besser gesagt eure Fragen dazu. Und man sieht sie beim nächsten Mal. Und servus die Malen und pfiat euch die Buben.